So, Schriftrolle. Venza Borg Gaffel. Und ich habe auch noch eine namens Number 9. Ich bin immer so unschlüssig. Soll ich die jetzt lösen und mich damit wieder der Gefahr aussetzen, dass ich in Flammen aufgehe? Ja, gut, das kann mir jetzt egal sein, aber meine Items würden halt wegbrennen. So, Hundi, Hundi, kommst du mit? Dankeschön, da kommt er mit. Hallo, 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 Hundi, guck, guck. Kommst du jetzt mal mit, oder was? Ich könnte auch die ganzen Messer mitnehmen und die unten in der Minenstadt verkaufen. Warum denke ich da eigentlich erst jetzt dran? So. Die Steine nicht. Die sind überhaupt nichts wert. Die Messer sind vielleicht 2 Goldstücke wert pro Messer. So, nehme ich das ja auch noch mit. Und die Eisenschuhe auch. Halt so viel ich tragen kann, bevor ich überladen werde. Weil überladen zu sein bedeutet Geschwindigkeitsverlust. Hallo, Idefix, ich bin hungrig. Bring mir was zu essen. So. Wo ist dieser Köter? Komm mal mit hier. Worauf wartest du denn? So, ja, geht doch. Nur einen Spiegel nehmen wir auch noch mit. Können wir alles verkaufen. Da unten ist nämlich wirklich die Shopping Mall. Wo ist dieser Köter? Sag mal, willst du nicht mitkommen? Oh, ja, noch ein Gegner. Lass mal kaputt machen. Ja, gut. Friss dich satt. Und jetzt komm mit. Ich hätte jetzt wirklich gerne eine Pfeife. Ah, da war er gerade. Ach, komm mit. Scheiße, komm wieder zurück. Bingo. Ach ja, richtig. 2 Level. Oh Gott. Oh Gott, da ist das Licht. Mach's doch bitte kaputt, Idefix. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kann er nicht. Bäm, und ich bin blind. Toll. Ja. Ich kann jetzt nur raten, welches der ganzen Is, die um mich rum erscheinen, Idefix ist. Dass er auch mit I anfängt, hat damit nichts zu tun. Das heißt, ich sollte mich jetzt sehr vorsichtig bewegen. Nicht, dass ich versehentlich jemanden kaputt haue, der mir eigentlich gar nichts will. Weil das gibt, wie gesagt, Ärger. So, ah, Dartpfeile. Nehme ich mal mit. Warum denn nicht? Ja. Moment mal. Ein paar Schlammstiefel. Es kann gut sein, dass das die Wasserlaufstiefel sind, mit denen man eben über Wasser gehen kann. Aber ich weiß es halt noch nicht. Okay, hier hat sich wieder irgendjemand durch das Gestein gefressen. Ja, anziehen Monster. Das ist wahrscheinlich der Zwerg. Oder mein Hund. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht identifizieren. Alter Schwede. Ah, nein, Vorsicht. Es ist ein Kreuz. Nichts. Ah, perfekt. Ich kann wieder sehen. Oh. Gut. Wenn mein Hund jetzt wieder auftauchen würde, oder ich erforsche eben nochmal das Ding da. Was war das gerade? Okay, eine Pfeilfalle. Ich wurde von einem Pfeil beschossen. Was ich vielleicht auch noch erwähnen soll, es kann auch sein, dass diese Pfeile vergiftet sind und wenn sie vergiftet sind, kann es sein, dass sie mich sofort töten, wenn ich keine Giftresistenz habe. Und das ist auch schlecht. Das heißt, ich sollte mich mal auch um Giftresistenz bemühen, demnächst mal. So, erstmal hier. So, was ist hier unten? Da ist ein Zwerg. Ja, nicht weiter gefährlich, mein Hund macht das schon. Er ist immer noch ein kleiner Hund übrigens, immer noch ein kleiner Welpe. Na, und? Komm, mach ihn platt. Go, Idefix. Yay! Mein Killerhund. So, zurück zur Minenstadt. Und da kommt gleich ein Ork, ein Urukai. Wer kennt sie? Okay, die haben vergiftete Pfeile. Das ist schlecht. So, das heißt, wir machen ihn jetzt mal kaputt. Lassen unseren Hund vielleicht die restliche Arbeit machen. Sehr gut. Gut machst du das, mein Kleiner. So. Gift ist eigentlich nur wirklich im Early Game eine Gefahr. Später ist man dagegen einfach resistent.
Aber das muss man halt erstmal sich aneignen. So, hier ist der erste Shop. Matagamis General Store. Also, was haben wir hier? Waffe, Lederrüstung, Ledermantel, ein Zauberbuch, ein Zauberstab. Ein Trank und zwei Cremetorten. Was ist das hier? Man kann Zauberstäbe identifizieren, indem man mit ihnen was auf den Boden graviert. Aber ich glaube, da berechnet einem der Shopkeeper dann was für. Deswegen versuche ich mal... Idefix, nimmst du es mit, das Teil? Er bewegt sich nicht mal drüber. Kann es sein, dass es verflucht ist? Kann es sein, dass der Trank auch verflucht ist oder was? Ich weiß es nicht. Aber er hat das Zauberbuch für mich geklaut. Sehr gut. Lesen wir es doch mal. Ja, toll. Kann ich jetzt nicht sagen, was es war, denn es war offenbar verflucht. Es ist zu Staub zerfallen und hat mich geblendet. Und wem jetzt auch Referenzen auf die Elder Scrolls einfallen, der hebe jetzt bitte die Hand. Oh Gott, aber wie lange, ey? Kann das jetzt bitte wieder aufhören? Danke. Kann es nicht. Oh je. Was man vielleicht auch... Nee, was man jetzt garantiert nicht merkt. Ich verbrauche nicht mehr einen Zug pro Tastendruck, sondern... Da kommt ein Monster und haut mich, das heißt, ich hau zurück. Zack. Was war hier? Was ist das? Ah ja, irgendein Ork. Sondern ich verbrauche jetzt nur noch einen Zug pro 2 bis 3 Tasten drücke. Weil meine Geschwindigkeit gestiegen ist, als ich auf Level 7 gekommen bin. Da gab es kurz so eine Message, you feel quick. Und das heißt, ich habe jetzt mehr Züge zur Verfügung in der gleichen Zeit wie die anderen. Und das heißt, ich kann ein Monster, die mich angreifen, öfter treffen, bevor sie mir was antun können. Oh Gott, dauert das lang! Ich mache einfach mal die Tür zu. Und hack auf die S-Taste. Oh Gott, ey. Das gibt's ja gar nicht. Nicht mal das Licht vorhin hat mich so lange geblendet. So, jetzt hat endlich, meine Güte. Hat das jetzt gedauert? Okay, die Tür ist verschlossen. Da ist ein Einhorn. Und es ist sogar kein friedliches, es ist mir feindlich gesinnt. Perfekt. Das heißt, ich hau jetzt auf das Vieh drauf. Und mach es kaputt. Und, ja, perfekt, schnappe mir das Einhornhorn. Sehr gut. Perfekt. Das Ding ist ein wahres Allheilmittel. Das kann sämtliche Statusschwächen heilen, unter anderem eben auch Blindheit. Hätte ich das Ding mal vorher genommen, gekriegt. Nein, ach, falsche Taste. Da oben ist wieder eine Nymphe, die lassen wir schlafen. Da rechts ist ein Fungus, da links ist ein Molch. Nee, ein Krokodil. Eine Echse, ein Reptil eben. So, hier ist nichts. Ist auch nichts. Hier ist sowieso schon offen. Was mache ich eigentlich? Ja, auch Gegner können Türen öffnen. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Geht aber. Ah, da ist Ichak mit seinem Beleuchtungsschoppe. Wo er ganz viele Kerzen rumträgt. Das sind Schlangen. Nee, Spinnen. Okay. Ja. Bam, bam. Die Spinnen verstecken sich gerne unter anderen Gegenständen, unter anderem eben auch unter anderen Spinnen. Und die sollte man nicht essen, weil die sind giftig. So, Eat Mother in seinem Hardware-Store. Und das ist gleich ein Mimik. Perfekt. Die machen wir mal kaputt. So, noch ein Mimik. Machen wir ihn kaputt und fressen ihn gleich. Und das hat sogar zwei Vorteile. Erstmal wird mein Hunger gestillt und zweitens... Ach so, der berechnet mir jetzt was dafür. Okay, ja, kein Problem. Ja, zweitens verwandle ich mich jetzt in einen Klumpen Gold und kann somit anderes Gold auf dem Level entdecken, aber da ist wohl keins. Na gut. So. Eine teure Kamera. Ja, die hat den Vorteil, dass man damit Monster blenden kann, aber erst mit dem Mimik hier kaputt machen. Aber das brauche ich eigentlich nicht. Eine Pfeife. Ist es eine magische Pfeife? So, erstmal hier. Ja, Mimic Corps habe ich gefressen, meine Güte. Bitteschön. Kannst Geld für haben. So.
Mal ausprobieren. So, ne? Pfeife, Groß E. Na dann, Treller. Und da kommt mein Hund. Ja, das ist ja super. So, hier kaputt machen, dann klein B, was ist das? Blob, ein Blob. Zack. So, es gibt einige, die sind säurehaltig, die sollte man nicht hauen. Oh, ein Futterladen. Das ist gut, weil ich habe kaum noch Futterrationen. Die sind auch echt nicht billig, sehe ich gerade. Das heißt, ich kann mir nur 3 leisten. Na gut, nehmen wir halt 3. So, Dankeschön. Gut. So viel also dazu. Aber wo ist denn eigentlich der Tempel? Aha, da unten. Und wessen Tempel ist es? Es ist Thürs Tempel. Sehr gut, das ist gleich meiner. Und das bedeutet, dass alle Gegner hier drin vor mir fliehen werden. Aber sie können nicht raus, weil ich in der Tür stehe. Arme, arme Kerle. So, und hier ist der Altar von Thür. Und hier kann ich meine ganzen Items ablegen und da durch feststellen, ob sie verflucht sind oder nicht. Was wir jetzt direkt nochmal machen. Erstmal V und Z und dann die ganze Rüstung, die ich mitgenommen habe. Also den Mantel, die Schuhe, die Rüstung, die weiteren Schuhe und nochmal Schuhe. Und mein ganzes Futter. Verfluchtes Futter ist nämlich verfault. Und die Schriftrollen, die sind sehr wichtig. Das Zauberbuch auch mal. Mein Gott, warum nicht? Und den Ring. Und meine ganzen Werkzeuge. So. Die sind unverflucht, die sind unverflucht, die sind unverflucht. Aha. Ein schwarzer Blitz. Das heißt, diese Eisenschuhe sind verflucht. Und die Schlammstiefel auch. Okay, das Futter nicht, das Futter auch nicht. Die Schriftrolle nicht, die Schriftrolle nicht. Das Zauberbuch nicht. Der Trank nicht, der Trank nicht. Der Ring nicht, der Spiegel nicht. Perfekt, das Einhorn nicht, das ist sehr wichtig. Prima. So, das sind jetzt die ganzen Gegenstände, die hier liegen. Das heißt, wir nehmen das alles mal wieder mit. Die verfluchten Schuhe verkaufen wir dann einfach. So. Alles wieder mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Das Ed da über mir ist der Tempelpriester, den lassen wir mal in Ruhe. Nee. Ja, doch, jetzt unter mir, vorhin über mir. Die Tür ist verschlossen, gut. Der Weg ist versperrt. Und jetzt gehen wir mal in diesen General Store da drüben und verkaufen das ganze Zeug, das wir nicht brauchen. So. Hier alles abwerfen und zwar nehmen wir erstmal die Messer. Werfe ich die wirklich ab? Ich werde später wahrscheinlich noch eine Möglichkeit brauchen, aus der Ferne anzugreifen. Okay, wir behalten die Dartpfeile. Die verfluchten Schuhe. Und einen der beiden Spiegel. So. Ja klar, kannst du haben. So, kannst du auch haben. Kannst du ebenfalls haben. Bitteschön. So, und er wird auch gleich identifiziert. Perfekt. Ja, perfekt. Und haben wir noch was vergessen, was man nicht braucht? Nö, eigentlich nicht. Den Rest kann ich gut behalten. Okay, dann wieder raus. Das ist das Schöne bei den General Stores, die kaufen eigentlich alles ab. Die Hardware Stores werden einem zum Beispiel nur Werkzeuge abkaufen und die Futterläden natürlich nur Fressalien. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir unsere ganze Rüstung anlegen. Weil wir jetzt ja wissen, die ist ungefährlich. So, erstmal die Kettenrüstung. Dann den Mantel. Die Schuhe. Und damit ist meine Rüstungsklasse schon auf minus 1. Und das finde ich sehr gut. Und jetzt kann ich es doch eigentlich mal mit Excalibur probieren. Ich bin jetzt schon auf Level 7. Ich habe ein Langschwert. Ich bin lawful. Und ich bin mit meinem Gott mittlerweile wahrscheinlich ganz gut gestellt, weil ich sehr viele Gegner erledigt habe, ohne mir was zu Schulden kommen zu lassen. Dann gehen wir doch mal zu einem der Brunnen hier. Und probieren unser Glück. Wir tauchen also das Langschwert in den Brunnen. Das ist klein A. Tja. Und hoffen, dass was bei rauskommt. Düpp. Und zwar klein A. In den Brunnen. Aus den Tiefen kommt eine Hand hinaufgestiegen, um das Schwert zu segnen. Oh oh.
Fehler. Okay, Excalibur in der Minenstadt, scheiß Idee, weil der Brunnen verschwindet und das ärgert die Wachen. Oh mein Gott, ich bin so tot. Gut, ich habe jetzt das gesegnete, rostresistente plus 0 Excalibur in der Hand. Und so eine edle Waffe zu tragen ist natürlich ein Segen, aber jetzt muss ich sie sehr schnell tragen. Bloß weg hier! Oh mein Gott, das war echt eine scheiß Idee. Oh, da kommen sie schon, die wollen mir ans Leder. Oh, ist das scheiße. Und ich darf sie nicht töten. Und da haut mich irgendwas. Oh, eine Spinne. Und das ist eine Dartfalle. Okay, ja, kaputt machen. Ach, das ist zum Kotzen. Okay, runter. Oh Mann. Ja, kurz was fressen. Kurz den Gnomen platt machen und dann fertig fressen. Oh Mann, das ist doch scheiße. Jetzt muss ich auf dem Weg zurück nach oben die ganzen Wachen umgehen. Oh Gott. Ja. Spiel und Spaß bei NetHack. Oh, ich hatte vergessen, dass die Brunnen verschwinden, wenn... Oh, ist das unnötig. Vor allem, weil ich ja, ich glaube, zwei Ebenen drüber in den Dungeons of Doom da, im letzten Let's Play hat man es ja gesehen, einen weiteren Brunnen gefunden habe. Och, ich könnte mir manchmal selber in den Arsch beißen. Gut, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und wir machen dann einfach nächstes Mal weiter und ich könnte wirklich literweise dampfstrahlartig durch die Zimmerwand kotzen. Gut. Das war der zweite Teil des Let's Plays, den ich wahrscheinlich in zwei Folgen aufgliedern muss, weil er fast eine Stunde dauert. Ja, speichern. Ja, wirklich speichern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios.